Truppe, das hier ist unser erster richtiger Campingausflug. Wir schlafen in Zelten, sind in der Natur und rösten Marshmallows über dem Lagerfeuer. So aufregend, doch bleibt bitte vorsichtig und das Wichtigste ist, hört bitte immer auf Frau Jasmin und mich. Ja, zu Befehl! In der Wildnis müssen wir aufmerksam sein. Pfadfinder Caillou? Huh? Warum müssen wir in der Wildnis aufmerksam bleiben? Dann sind wir sicher und haben Spaß? Das stimmt. Puh. Nun als allererstes schlagen wir die Zelte auf. Kommt mit mir, Pfadis. Was ist los, Caillou? Ich habe irgendwie etwas Angst, hier draußen zu schlafen. Schon okay, Caillou. Camping macht echt Spaß. Wir rösten Marshmallows überm Lagerfeuer. Oh, und wenn's dunkel wird? Das ist es, Clem. Ich habe Angst im Dunkeln. So gruselig. Hier draußen habe ich mein Nachtlicht nicht. Dunkel heißt nicht gruselig. Es ist super. Wenn es Nacht ist, kann man am Himmel jeden einzelnen Stern sehen. Wow! Jeden Stern? Ah! Clementine? Was ist denn los? Geht's dir gut? Mama! Schon okay, Liebling. Ich hab ihn. Ein Marienkäfer, Clem. Alles gut. Danke fürs Retten, Mom. Ich meine, Frau Jasmin. Schon okay, Clementine. Du hattest Angst. Du magst keine Käfer. Angst vor Marienkäfern? Jeder hat vor etwas Angst, Caillou. Wow, seht! Oh, wow! Das sind ja so viele! Oh. Wow! Schön. Glühwürmchen sind wirklich cool. Warte, das sind Würmer? Oh. Alles gut, Clem. Die tun nicht weh. Die fliegen nur herum und leuchten ganz hell. Nun, sie sind ja wirklich hübsch anzusehen. Hey, die wären doch bestimmt ein gutes Nachtlicht. Denkst du nicht? Gute Nacht, Clementine. Gute Nacht, Caillou. Gute Nacht. Gute Nacht. Also gut. Gute Nacht euch allen. Lasst uns jetzt bitte schlafen.
Folgen Sie mir. Ich will nicht in ein neues Restaurant gehen. Ich will ganz woanders. Glaub mir, Caillou, du wirst das Lokal lieben. Schau! Oh? Ah. Oh. 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 Der wartet, wird belohnt. Ich glaube, ich kann nicht warten, Papa. Ah. Oh. Hey, was ist mit mir? Ich will... Gut gefangen, Caillou. Schmeckt gut. Hab Papa noch Hunger? Der wartet, wird belohnt. Nein, warte, Caillou, das ist... Oh, echt scharf. Das ist wirklich scharf. Rot! Hier, trink das Wasser. Meine Zunge brennt. Das ist Wasabi, Caillou. Davon kann man nur ein ganz kleines bisschen nehmen. Damit wird es besser. Ich will jetzt nichts mehr ausprobieren. Oh, das sieht echt toll aus. Hä? Oh, lecker! Niemals! Das ist köstlich, Caillou. Probier's doch mal. Das ist wirklich nicht scharf. Versprochen. Du weißt nur, ob du das magst, wenn du es probierst. Gibt's eine Kinderkarte? Leider nicht. Aber ich mache etwas nur für dich. Was isst du denn am liebsten? Gegrillter Käse? Ein bisschen davon und... Das ist kein gegrillter Käse. Wirklich nicht? Käse? Schick die Kraniche zu mir zurück. Kann ich sie nicht essen? Ich habe wirklich Hunger. Der wartet, wird belohnt. Aber... Versprochen, das wird der beste gegrillte Käse überhaupt. Oh, wow. Geht's dir gut, Rosi? Oh, tut mir leid, Rosi. Ich hab's übertrieben. Gegrillter Käse. Lecker! Das ist köstlich! Selbstverständlich, weil man ja belohnt wird, wenn man... Wartet! Oh, yeah!
Willst du die hier probieren, Caillou? Nun, mag ich das? Das weißt du erst, wenn du es probierst. Das ist Tempura. Willst du was von meinem Fisch? Mhm. Was willst du noch probieren? Na, alles. Gar kein Problem. Okay, ihr Lieben, ich weiß, dass wir uns alle auf heute freuen, denn wir verkleiden uns. Denkt dran, die einzige Regel am Tag des Verkleidens ist, dass ihr euch wie fühlt? Das stimmt. Nun, worauf wartet ihr noch? Los! Spielen. Ich weiß noch nicht. Ihr spielt schon mal und ich komme dann gleich. Ist doch kein Schatz. Doch, wirklich. Unser Schatz ist... Der verlorene Schatz der Pause. Doch, pass auf. Ninjas! Was machen wir? Wir kämpfen gegen sie. Vielleicht können wir fliegen. Wir brauchen Hilfe. Hey, lasst meine Freunde in Ruhe. Als was bist du verkleidet, Jeffrey? Ich bin ein Feenkämpfer. Hi-ya! Wow, super. Waren die anderen Kostüme weg? Nein, ich mag das Kostüm. Magie ist das Coolste. Aber eine Fee, das ist ein Mädchenkostüm. Nein, ist es nicht. Ja, ist sie. Ist sie? Warum? Es ist, was ich tragen wollte. Sei doch ein Wikinger oder ein Pirat oder Nein. Das ist Jeffreys Zauberstab. Das war wirklich nicht nett. Das war einfach ein Mädchenkostüm. Sollten wir ihm ein neues finden? Wisst ihr noch, was Frau Martin sagt? Die einzige Regel heute ist, das zu tragen, was einen glücklich macht. Er wirkte wirklich glücklich. Hey, Jeffrey, dein Zauberstab. Will ihn nicht. Aber du brauchst ihn für die Ninjas. Und du brauchst deine Flügel. Du warst als Feenkämpfer wirklich cool. Und Magie ist super.
entschuldige für, was wir gesagt haben, Jeffrey. Klar kannst du tragen, was du willst. Und wenn es dich glücklich macht, dann ist es eine super Verkleidung. Meine Freunde in Ruhe. Oh, ihr habt ein Problem. Das war unglaublich, Jeffrey. Danke, Caillou. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Und deinem Zauberstab. Wir möchten zum Jahrmarkt, Mama. Ich will mit dem Breakdancer fahren. Da wird mir so schwindelig. Markt! Oh, ich glaube nicht, dass wir das heute machen können. Mama geht's heute nicht so gut. Tut mir leid, ihr zwei. Kannst du uns nicht hinbringen, Papa? Tut mir leid, ich muss arbeiten. Nicht traurig, Caillou. Rosi macht's besser. Hab ich Glück. Patient Mama ist nun bereit. Over. Das sieht ja warm aus. Oh, das ist... Orangensaft. Vitamin C. Dr. Caillous Vorschlag. Wirklich interessant. Wir brauchen einen Verband, Schwester. Teddy? Teddy geht auch. Wir brauchen 50. Nein, 100 Teddy-Umarmungen. Oh, na klar. Umarmung 1. Umarmung 2. Umarmung 3. Umarmung 4. 97. 98, 99, 100. Puh, bin wach. Sehr gut, Rosi. Toll, Teddy. Nun, Mama, du ruhst dich aus und ich spreche mit Schwester Rosi. Das ist eine gute Idee. Mama, nicht besser. Nein, wir müssen wohl einen... Wir brauchen Hilfe. Wer kann uns wohl helfen? Papa! Pflegerpapa! Annehmen, Pflegerpapa! Code Helgen! Code Helgen! Over! Nicht jetzt, Caillou. Papa arbeitet. Aber Schwester Rose und ich brauchen dich! Und Mama! Und Mama! Over! Pfleger Papa ist gleich da. Hä? Was? Oh, oh. Hab's mir gedacht. Was ist los, Papa?
Mama hat einen schweren Fall von... Nen Schnupfennäschen. Wir brauchen Taschentücher. Sehr, sehr viele Tücher. Oh, okay. Okay. Danke. Das reicht wohl. Oh, vielen Dank für eure Hilfe. Tut mir leid, dass wir nicht beim Jahrmarkt waren. Doch ihr zwei. Der Jahrmarkt! Wir hatten so viel Spaß, da haben wir den ganz vergessen. Naja. Mama ruht sich jetzt besser aus. Nur noch etwas mehr Medizin. Hm? Hm. Ein. Hab dich lieb. Wir haben noch einen Patienten, Rosi. Oh oh. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin nett und vieles mehr. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin nett und vieles mehr. Aufstellen. Ja, ich zuerst. Nein, ich. Erinnert ihr euch an den Freundlichkeitswettbewerb? Ja! 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 Ja, ja. Was steht auf deiner Liste? Oh. Sei nett zu jemandem in deiner Gemeinschaft. Wirklich gut, Clementine. Oh, hey, finde Menschen, die nett zueinander sind. Das stimmt wohl. Und das Letzte? Sei freundlich zu dir selbst. Das stimmt. Und wer seine Liste schafft, kriegt dieses Abzeichen. Wow! Nun verändert die Welt mit Nettsein. Oh. Ich beende diese Aufgaben in einer Minute. Nun, ich beende sie in einer Sekunde. Bom, bom. Alles gut, ich helfe dir. Knie schmerzt. Wir gehen zu Mama. Ich bin froh, dass du Rosi geholfen hast. Das war wirklich nett von dir. Oh, sei nett zu jemandem in deiner Gemeinschaft. Ja. Finde Menschen, die nett zueinander sind. Ich habe viele gesehen, die nett zueinander waren. Ja. Letztes, sei freundlich zu dir selbst. Wie mache ich das denn? Gut. Meine ganzen Lieblingsspeisen. Ein Marmeladen-Spaghetti-Eiscreme-Sandwich. Das ist ein leckerer Weg, nett zu mir selbst zu sein. Ham. Vielleicht nicht. Ich liebe Blumen. Ich kann nett zu mir sein, wenn ich ein paar pflücke. Wie läuft es denn, Caillou? Ich probiere, meine Herausforderungen zu schaffen. Aber die letzte kriege ich leider nicht.
Das klingt ja sehr frustrierend. Ja, ich habe dann einfach die Vögel beobachtet und nun geht's mir besser. Oh. Hä? Was machst du da? Wenn hier sitzen und die Natur genießen dich glücklich macht, dann warst du freundlich zu dir selbst. Ich war? Es gibt viele Wege, nett zu sich selbst zu sein. Zum Beispiel tief einzuatmen, wenn man frustriert ist. Malen, wenn man nervös ist. Oder auch... Oh, nach einer Umarmung fragen, wenn man traurig ist? Ganz genau. Danke, Papa. Du bist toll. Sehr gut, Caillou. Sehr gut, Clementine. Nun gut, stellt euch jetzt auf. Du zuerst. Nein, du erst. Nein, du. So, Caillou, was hast du denn Nettes gemacht diese Woche? Ich habe Rosi geholfen. Im Supermarkt sah ich, wie Leute nett zueinander waren. Und ich war nett zu mir selbst, als ich im Garten wütend war. Fantastisch, Caillou. Dann bekommst du das. Oh. Ihr seid jetzt alle Freundlichkeitsexperten. Denkt immer daran, nett zu sein macht einen Unterschied. Ja! 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 Es war einmal ein kleiner Junge namens Caillou. Mama! Mama! Oh! Was, Caillou? Ist die Kuh verkauft? Ja! Ich habe sie eingetauscht gegen Bohnen! Bohnen? Mhm. Das sind magische Bohnen. Oh, Caillou. Deine Mama glaubte ihm nicht, aber Caillou wusste, dass die Bohnen magisch waren. Also pflanzte er sie im Garten. Dann war dort eine riesige Bohnenranke, die durch die Wolken reichte. Oh? Also kletterte Caillou bis ganz nach oben, um zu sehen, was dort war. Auf der Bohnenranke fand, war ein großer, unheimlicher Riese. Bifo! Caillou! Caillou? Caillou? Was soll dieser Krach? Du solltest Rosi doch beim Einschlafen helfen, Caillou. Entschuldige, Papa. Ich erzähl was anderes. Sehr gut. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Okay. Das ist die Geschichte von dem Rosikäppchen. Rosikäppchen brachte einen Korb mit Essen zum Haus ihrer Großmutter. Aber auf dem Weg traf sie auf den großen, bösen Wolf. Böser Wolf, verschwinde! Oh nein, Rosi, tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich erzähl dir was anderes. Rosi Löckchen fand ein Haus im Wald. Sie war müde und hungrig, also klopfte sie an die Tür. Die Tür war offen und es war niemand da.
Rosilöckchen fand einen Tisch mit leckeren Spaghetti drauf. Die erste Schüssel war zu heiß. Und die zweite Schüssel war zu kalt. Aber die dritte Schale war genau richtig. Rosilöckchen war müde, dass sie einen Schlafplatz suchte. Da waren drei Betten. Das erste war zu groß und zu weich. Das zweite war zu hart. Aber das dritte Bett war genau richtig. Aber in diesem Moment kamen die drei Bären, die im Haus lebten, nach Hause. Wer hat in unseren Betten geschlafen? Die Bären waren sauer auf Rosilöckchen, da sie in ihrem Bett schlief. Aber dann ließen sie sie schlafen. Ende. Nacht, Rosi. Was geschah dann? Hui! Juhu! Ja! Wow! Uff! Oh, Caillou! Lass uns noch mal! Nicht jetzt. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Haben Tomaten, Salat, Karotten und... Oh? Kann ich den Schokoriegel haben, Mama? Der ist so lecker und... Unser Mittagessen wird heute lecker und gesund sein, Caillou. Schokolade ist keine gute Idee. Aber ich finde schon, dass... Kein Aber, Caillou. Leg ihn zurück. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Karotten und Paprika und vielleicht ein paar Gurken. Rosi liebt sie. Komm her, Caillou. Ihr Wechselgeld. Und hier ist was Süßes für dich. Nein, danke. Wir essen heute was Gesundes. Du kannst einen für später mitnehmen, wenn du willst, Caillou. Nein, schon okay. Danke, tschüss. Na dann heute nicht. Wir sehen uns. Willst du mir beim Mittagessen helfen, Caillou? Wie klingt das? Aha. Ich schneide die Karotten und du kannst den Salat und die Tomaten waschen. Dann vermischen wir das. Du hättest nicht den Riegel nehmen dürfen. Das war nicht deiner, Caillou. Caillou? Caillou? Hä? Klingt das denn gut für dich, Caillou? Ja, Mama. Das klingt sehr gut. Oh, nein! Oh? Ich würde die Jacke gern anbehalten. Wie du willst.
Schoki! Rosi will Schoki! Rosi will Schoki! Nein, Rosi! Wo kommt der Schokoriegel her? Ich... Ist das etwa der von Herrn Johnsons Laden? Caillou, das ist Diebstahl. Das darf man nicht. Wie konntest du nur? Ich wollte es nicht. Es sah lecker aus und ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber keiner hat geguckt. Ich will nicht ins Gefängnis, es tut mir echt leid. Danke fürs Entschuldigen. Ich bin nicht die Einzige, bei der du dich entschuldigen musst, Caillou. Herr Johnson, hier habe ich das Geld für den Schokoriegel. Ich hätte ihn niemals nehmen sollen. Oh, ich bin sehr enttäuscht, Caillou. Das war nicht okay. Ich weiß, es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube dir. Ich nehme deine Entschuldigung an. Aber du musst mir versprechen, du nimmst nie wieder etwas, das dir nicht gehört. Versprochen. Niemals, niemals wieder. Gut. Nun geh nach Haus. Deine Mama hat etwas Gesundes gekocht. Klingt so, als brauchst du das auch. Was möchtest du machen, Rosi? Wollen wir Achterbahn fahren gehen? Oder schwimmen? Platsch! Oder in die Spielhalle? Quack, quack! Nein, Enten kommen später. Ich glaube, wir sollten... Was war das? Das ist Müllberg. Lauf! Schnell, verstecken wir uns hier. Hier sind wir vor Gilbert sicher. Aber jemand muss uns beschützen. Wer könnte das sein? Teddy? Ich weiß. Teddy, wir müssen zu ihm ins Wohnzimmer gehen. Bereit, Rosi? Bereit. Los! Oh nein, Mama versperrt uns den Weg. Renn, da ist noch was. Alles gut? Ja, Mama. Bestens. Wo kommt das denn her? Hast du gesehen, Rosi? Wir haben den Staubsauger besiegt. Wir sind Gilbert gewachsen. Caillou? Gilbert hat Angst vor einem Staubsauger, aber die habe ich nicht. Caillou! Ist er gerade direkt hinter mir? Das war knapp.
Wir sind okay, solange wir ganz ruhig bleiben. Zu Teddy hochklettern. Gute Idee, Rosi. Da ist Teddy. Oh, ich glaube, wir... Warte mal. Was würdest du machen, Rosi? Du hattest heute tolle Ideen. Das stimmt. Gilbert mag den Staubsauger gar nicht. Wumm, 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 wumm. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Du hattest die ganze Zeit recht. Wollen wir in meinem Zimmer spielen? Ich verspreche, diesmal zuzuhören. Wir können Enten füttern. Oh, Enten spielen. Quack, quack. Oh.